Willkommen zu einem neuen Beitrag. Wenn ich auf meinen Wanderungen unterwegs bin, da versuche ich so im Allgemeinen alles zu vergessen, womit ich mich sonst so beschäftige. Also mal den Kopf freikriegen, wie man so schön sagt. Aber manchmal, wenn ich wandere, so wie ihr mich jetzt hier in diesem Video sehen könnt, da stelle ich mir verschiedene Fragen. Das sind alles sehr wichtige Fragen. Zum Beispiel, wo habe ich jetzt vor 5 Jahren diesen blöden Rasierer hingelegt, den ich bis heute nicht wiedergefunden habe? Oder ich denke mal über verschiedene Orte nach. Zum Beispiel die Frage, warum gerade auf einigen Bergen immer wieder die merkwürdigsten Dinge passieren. Auch hier bei uns in Europa. Diejenigen von euch, die jetzt schon etwas länger hier auf diesem Kanal sind, die wissen ja, dass ich diese Amazon-Serie gemacht habe, die wir leider in den letzten 1,5 Jahren aufgrund gewisser Einschränkungen dann erst einmal einstellen mussten. Aber so wie es aussieht, geht es jetzt langsam weiter und wir arbeiten gerade an der nächsten Folge. Aber das ist alles noch ganz am Anfang. Für diese Serie, da war ich ja zum Beispiel am Untersberg und am Mount Nyangani in Simbabwe. Und die Kollegen, die waren am Black Mountain in Australien. Alles Berge, bei denen es immer wieder zu merkwürdigen Vorfällen kommen soll. Sei es, dass dort immer wieder Menschen auf die merkwürdigste Art und Weise verschwinden, oder sei es, dass man dort merkwürdige Begegnungen mit merkwürdigen Wesen hatte, oder eben anderes. Ein weiterer dieser Berge, bei dem seltsame Dinge passieren sollen, das ist der Pic de Bugarache in Frankreich. Der Berg, der steht mit seinen 1230 Metern in einem Mittelgebirge namens Corbière in Südfrankreich. Das Ganze ist eher so eine menschenleere Gegend, ziemlich ruhig und ländlich. Es gibt wenige kleine Orte dort, einer davon, der heißt Bugarache und der liegt mit seinen 228 Einwohnern sozusagen am Fuß des Berges. Also erst einmal nichts, wovon man sagt, das ist jetzt irgendwie besonders interessant. Allerdings hat dieser Berg eine seltsame Geschichte, beziehungsweise seltsame Dinge sollen dort vor sich gehen. Und offensichtlich haben auch einige Menschen diesen Berg und diese Gegend dort auserkoren, um ihre apokalyptischen Träume auszuleben. Es gibt verschiedene Theorien, aber keine kann letztendlich dann wirklich als der Ursprung bewiesen werden. Aber viele denken, dass bei einer Apokalypse dieser Berg und diese Gegend dort das Einzige ist, wo man überleben kann, und dann wird man von Außerirdischen abgeholt. Und so kam es dann, dass im Jahre 2012, ihr wisst schon, der Maya-Kalender und der Weltuntergang am 21. Dezember 2012, sich dort Hunderte, naja, eher Tausende von Esoterikern versammelt haben, die dann um diesen Berg herum merkwürdige Tänze aufführten und auf die Ankunft der Aliens warteten. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, der Weltuntergang am 21.12.2012, der ist dann erst einmal ausgefallen. Ja, und diese ganzen Menschen, die da am Berg waren, die sind auch nicht von Aliens abgeholt worden und so sind die dann zum großen Teil wieder nach Hause gefahren, nur ein paar wenige sind dort geblieben. Aber wie kamen diejenigen denn darauf, dass diese Gegend dort die einzige sein wird, die bei einer Apokalypse sozusagen unbeschadet davonkommt und dass man dann von Aliens abgeholt wird? Wie eben erwähnt, weiß man eben den Ursprung des Glaubens daran, dass man dort überleben kann, nicht mehr. Wahrscheinlich hängt das aber mit all den merkwürdigen Dingen zusammen, die über diesen Berg erzählt werden. Und neben dem, was erzählt wird, da sind da eben dann auch Sachen passiert. Zum Beispiel, dass einige Menschen von diesem Berg nicht mehr zurückgekehrt sind, die man dann auch nie wiedergefunden hat. Und das Gleiche gilt auch für die doch recht seichte Gegend um diesen Berg herum. Und um diesen Berg herum, da wurden eben auch sehr häufig Lichter gesehen, die diesen Berg umkreisten. Das war dann meistens nachts, aber auch von tagsüber gibt es da Augenzeugenberichte, die sagen, da sind eindeutig Objekte herumgeflogen, die wohl nicht irdischen Ursprungs sein können. So jedenfalls die Aussage derer, die diese Beobachtungen dann zu Protokoll gaben. Und wenn man das Ganze einmal so verfolgt, dann sind das so einige Berichte dieser Art, die aus dieser Gegend um diesen Berg herum dann abgegeben wurden. Aber das mag vielleicht diese Legende befeuert haben, dass dort
Außerirdische irgendeine Station haben und dass sie die Überlebenden der Apokalypse dann dort abholen und mitnehmen würden. Die wirklich interessante Story, das ist eine ganz andere. Und dabei ist es auch so, dass da der ein oder andere höchstwahrscheinlich um die Ecke gebracht wurde. Denn angeblich da verbirgt sich in diesem Berg etwas von unglaublichem Wert. Und wer dem zu nahe kommt, dessen Tage scheinen gezählt. Genau wie der Untersberg, da ist der Pic de Bugarach mit Höhlen durchzogen. Diese Höhlen, die spornen seit Jahrhunderten die Fantasien der Menschen an, die dort leben oder eben auch derer, die davon gehört haben und sich dort hinbegeben. Es gibt immer wieder Erzählungen davon, dass es dort Höhlen geben soll, die voll mit Kristallen und Edelsteinen sind. Höhlen, in denen alte Schätze versteckt sein sollen, und so sind viele dort unterwegs, um eben diese Schätze zu finden oder irgendeine dieser Höhlen, die Kristall und Edelstein besetzt sein sollen. Das wirkliche Geheimnis dieses Berges, das hat nichts mit Gold und Edelsteinen zu tun. Das ist etwas, das schon das erste Mal im 15. Jahrhundert schriftlich erwähnt wurde. Und damit im Zusammenhang stehen die Katharer. Die Katharer, die haben sich zu ihrer Zeit damals in Südfrankreich niedergelassen. Und die katholische Kirche, die fand das alles nicht so prickelnd, woran sie glaubten. Und die haben sie dann verfolgt und abschlachten lassen. Es wird immer wieder davon berichtet, dass die Katharer im Besitz eines Schatzes waren, so wurde es jedenfalls genannt, der das Ende der katholischen Kirche bedeuten könnte. Und als die Katharer dann dort massenhaft hingerichtet wurden, da konnten wohl einige Katharer fliehen und die hätten diesen Schatz irgendwo versteckt. Rennes-le-Château dürfte den meisten ja ein Begriff sein. Da wurde ja eine ganze Zeit lang angenommen, dass dort die Katharer etwas versteckt haben, was dieser Saunier, dieser Pfarrer, dann gefunden hat und womit er dann die Kirche erpresste. Und Rennes-le-Château liegt gar nicht so weit von diesem Berg entfernt, ungefähr 38 Kilometer. Während Rennes-le-Château als möglicher Lagerort eines Geheimnisses der Katharer durch Dan Browns Roman Der Da Vinci Code, wie dieser Roman bei uns hieß, weltweit bekannt wurde, da ist etwas anderes völlig in Vergessenheit geraten. Nämlich die Geschichte dieses Mannes hier und seiner Entdeckung. Dieser Mann ist Daniel Betex und der war Schweizer Bürger. Bis zu seinem Ruhestand, da war er Leiter des, wie man es heute nennt, Security am Flughafen in Genf. Sein Interesse, das galt aber schon immer den Katarern und den Geheimnissen, die sie umgeben. Und so beschloss er dann, mit Eintritt in seinen Ruhestand, sich nur noch diesen Dingen zu widmen. Und so zog er dann Mitte der 70er Jahre auch nach Südfrankreich in die Gegend des Pic de Bugarach. Und dort nahm er dann sofort Kontakt mit einem anderen Herrn auf, der jetzt hier links im Bild auftaucht. Das ist Deodat Roger. Wenn dies jetzt ein Kanal für Lebensläufe wäre, dann müsste man über diesen Herrn ein eigenes Video machen. Der Mann, der war der Bürgermeister dieser Gegend dort, in die sich Betex begeben hatte. Aber das war nicht alles. Der war Philosoph. Und bis heute zählt dieser Deodat Roger zu den bekanntesten Philosophen in Frankreich. Der hat von der französischen Akademie der Wissenschaften mal eine Einladung bekommen, um dort Mitglied zu werden. Das ist für Wissenschaftler in Frankreich eine Riesenauszeichnung. Ja, aber Roger, der lehnte das ab. Das ist ein unglaublicher Vorgang in diesen Kreisen, dass man so eine Einladung ablehnt. Stattdessen ging er dann, und ich bin mir sicher, das werden einige jetzt hier total gerne hören, zu den Freimaurern nach Carcassonne. Und diese Freimaurer in Carcassonne, die nannten sich ja so die neokatharische Kirche. Obwohl sie das ja eigentlich nie waren. Es ging eigentlich darum, diese Katharer zu erforschen und, ich sag einmal, hinter deren Geheimnisse und Hinterlassenschaften zu kommen. Betex nahm also Kontakt zu diesem Mann auf und damit eben auch zu dieser Freimaurerloge. Und diesen Leuten muss er dann seine Theorie, seine Ansicht über den Pic de Bugarach vorgetragen haben. Ich habe das ja schon erwähnt über den Pic de Bugarach, da gibt es viele Legenden. Und die sagen eben, dass die Katharer dort eventuell ihre Schätze versteckt haben oder das, was ein Schatz sein kann, was aber in Wirklichkeit etwas ist, das die katholische Kirche in Schwierigkeiten bringen könnte. Und einige gehen davon aus, und ihr kennt die Geschichte sicher aus Dan Browns Roman, dass es unter Umständen die Gräber von Maria Magdalena und Jesus sein könnten. Es überwiegt aber die Theorie, dass es sich dabei um materielle Dinge handeln soll, also um einen wirklichen Schatz. Und es gab so den Gedanken bei Betex, dass diese ganze Geschichte, die sich um Rennes-le-Château rankt, eben
nur eine Nebelkerze ist, also dass sie davon ablenken soll, wo diese Dinge wirklich sind, nämlich in einer Höhle im Pic de Bugarach. Um diese ganze Sache gab es aber auch immer so diese Erzählung, dass es bis heute eine Gruppe gibt, die versucht, dieses Geheimnis zu wahren. Betex jedenfalls, der muss Déodat Roger und dieser Freimaurerloge seine Theorie verkauft haben. Und zwar so gut, dass sie ihn beauftragten, seine Forschungen am Pic de Bugarach in Angriff zu nehmen und ihn dabei dann eben auch finanziell unterstützten. Er bekam also sozusagen einen offiziellen Auftrag und Bedingung war, dass er mit einer Frau namens Luciane Gillion Kontakt halten würde. Und das war so etwas wie die Sekretärin dieser Freimaurerloge. Und nun muss man sich einfach mal Folgendes vergegenwärtigen. Wenn man so etwas hört, dann denkt man ja, der hat ein bisschen Geld gekriegt und war da vielleicht mal 2-3 Wochen unterwegs. Aber dem war eben nicht so. Das ging über Jahre hinweg. Da muss man sich dann schon fragen, was sich die Freimaurer erhofft haben, was Betex dort finden könnte. Denn jemand über Jahre hinweg zu finanzieren, das kostet auch so ein bisschen Geld. Nun hat man ja im Pic de Bugarach eindeutig Zeichen gefunden, die darauf schließen lassen, dass dort einige Tempelritter waren. Ging es vielleicht um deren Schatz, der ja angeblich immer noch existiert, oder ging es vielleicht sogar um den Heiligen Gral? Einige glauben sogar, dass es darum gehen könnte, dass die Templer die Bundeslade in diesem Berg versteckt haben. Betex jedenfalls, der war über Jahre hinweg damit beschäftigt, die Höhlen im Pic de Bugarach zu erforschen. Und er lieferte bei Lysienne, dieser Sekretärin, seine Berichte über das ab, was er entdeckt haben wollte. Eines Tages erzählte er ihr, dass er in eine Höhle hinabgestiegen sei und dort hätte er einen unterirdischen Fluss entdeckt. Und an diesem Fluss, da wären eindeutig menschengemachte Kai-Anlagen gewesen, also solche Befestigungsstellen für Boote. Betex Beschreibungen über das, was er alles so entdeckt haben will, die waren, heute würde man sagen, sehr blumig, also ausgeschmückt und vielleicht auch etwas dick aufgetragen. So behaupten es zumindest einige, aber es gibt da noch eine ganz andere Sache, die dabei beachtet werden muss. Diese Freimaurerloge, die Betex diese ganzen Expeditionen bezahlte, die hat daraus überhaupt keinen Hehl gemacht, also kein Geheimnis. Das war eine offizielle Grabung, finanziert durch diese Loge. Und da das Ganze kein Geheimnis war, da haben dann die Mitglieder dieser Loge höchstwahrscheinlich auch ihren Verwandten und Bekannten von den Dingen erzählt, die Betex dann so an sie weitergereicht hatte. Und wenn der eine dem anderen was erzählt und immer so weiter, dann kommt vielleicht immer etwas dazu. Und so gehen einige nun davon aus, dass Betex nie gesagt hat, dass er in einer Höhle einen unterirdischen Fluss gefunden hat, an dem Kai-Anlagen waren. Dass es im Pic de Bugarach einen unterirdischen Fluss gibt, das ist gesichert, den gibt es tatsächlich da und der tritt an einer Seite des Berges auch als Wasserfall dann ins Freie. Aber Betex, der dürfte etwas anderes entdeckt haben, und zwar einen alten Flussverlauf neben dieser Höhle. Und dort hat man dann in der Tat so etwas wie Kaimauern entdeckt. Und solche Kaimauern, die trifft man dann in diesem ausgetrockneten Flussbett über mehrere Kilometer hinweg immer wieder an. Und Betex scheint dann eher wahrscheinlich diesem ausgetrockneten Flussbett gefolgt zu sein, um dann an eine Stelle zu gelangen, die selbst den Einheimischen dort in Bugarach nicht wirklich bekannt ist. Wenn man diesem alten Flussverlauf bergauf folgt, gelangt man in die Ruinen eines kleinen Ortes. Das sind aber keine normalen Ruinen, sondern es handelt sich dabei um Höhlenbauten. Also um Behausungen, die in den Fels geschlagen wurden oder eben um Höhlen, die dazu umfunktioniert wurden. So etwas kennt man ja auch aus anderen Ländern. Es gibt Vermutungen, dass dies unter Umständen das alte Bugarach sein könnte. Seine Forschungen, die nahmen dann eine Wende, man weiß nicht so genau warum, aber plötzlich ließ er dann von den Höhlen ab und widmete sich dem Château de Bugarach. Das ist, und damals als er dort forschte, war es das auch schon eine Ruine einer sehr alten Kirche. Und in deren Mauern haben Archäologen dann etwas entdeckt. Es gab dort in die Wände gekratzte Zeichen und man hat dann die Patina untersucht und es gab historische Beurteilungen und dann kam man zu dem Schluss, dass diese Kratzzeichnungen aus dem 15. Jahrhundert stammten.
Ja, und diese Zeichen, die waren eben sehr merkwürdig. Es waren zum Teil Zeichen, die die Templer benutzt haben. Dann gab es die Swastika da zu sehen und noch so einige andere Symbole. Es gibt dort aber auch noch eine ebenso alte Kapelle. Und in dieser Kapelle, da gibt es dieses Fenster. Und für eine Kapelle ist dieses Fensterglas dann doch recht ungewöhnlich. Ein Segelboot, darüber ein merkwürdiges Rad. Begeben wir uns noch einmal zu diesen Kratzzeichnungen, die sich da in diesem Chateau befinden. Und dann sehen wir dort auf dieser Kratzzeichnung ein Rad und an diesem Rad, da ist ein Templerkreuz. Und dieses Rad, das finden wir auch in diesem Fenster wieder. Und das befindet sich über einem Segelboot. Und jetzt erinnern wir uns noch einmal an die Legende, die es seit Jahrhunderten in Südfrankreich gibt. Jesus hat die Kreuzigung überlebt. Er und Maria Magdalena, die sind mit einem kleinen Segelboot bis nach Südfrankreich gesegelt. Dort sind sie dann an Land gegangen und haben sich dann in dieser Region von Bügarache und so weiter niedergelassen. Das Ganze unerkannt und es waren nur sehr wenige eingeweiht, die dieses Geheimnis bis heute schützen. Gehörten die Tempelritter, von denen man sagt, dass sie auch im Besitz von etwas waren, das die Kirche in arge Bedrängnis hätte bringen können, etwa zu diesem Bund, der dieses Geheimnis bewahrte? So denken es zumindest einige Menschen und die versuchen seit Ewigkeiten dieses Rätsel zu lösen. Und diese Erzählung, also diese Hypothese, dass es so gewesen sein könnte, die ist mittlerweile fester Bestandteil in den Sagen und Legenden dieser Region dort. War es etwa das, wonach Betex gesucht hat? Waren es vielleicht doch die Gräber von Jesus und Maria Magdalena? Es gibt an diesem Chateau kleine Öffnungen. Und diese Öffnungen, die scheinen in Stollen und Gänge hineinzuführen. Das bedeutet, dass sich unter diesem Chateau ein System aus Gängen, wie groß es ist, weiß niemand ganz genau, befindet. Und Betex, der hat dort seine Forschungen betrieben. Und jetzt nimmt die Geschichte eine entscheidende Wendung. Lucienne, die Sekretärin der Freimaurerloge, das war die letzte Person, die mit Betex gesprochen hat. Und über dieses Gespräch, da sagte sie, dass Betex sonst ein sehr ruhiger, besonnener und ernsthafter Mann war. Immerhin hatte sie ja schon jahrelang Kontakt mit ihm. Aber an diesem Tag ihres letzten Gesprächs, da sei er komplett durch den Wind gewesen. Er war total euphorisch und aufgeregt und fand gar nicht die richtigen Worte, ihr zu erklären, was er eigentlich sagen wollte. Es kam dann dazu, dass er ihr aufgeregt erzählte, dass er eine Entdeckung gemacht hätte, die alle anderen Entdeckungen in den Schatten stellen würde. Etwas von unglaublicher Bedeutung. Und er würde noch einmal dorthin gehen, wo er diese Entdeckung gemacht hatte, um Fotos und so weiter zu machen, um Beweise zu sichern, dass das Ganze auch wirklich dort gefunden wurde und dass er es entdeckt hat. Und dann würde er der Loge Bericht erstatten. Naja, ich denke, ihr könnt euch sicher vorstellen, was passiert ist. Dasselbe wie in vielen anderen Fällen, wenn es auch um andere Dinge ging, aber eben auch. Von seiner letzten Expedition, um diese Beweise zu sichern, da kehrte er nicht zurück. Also nicht lebend oder vielleicht doch, also es ist jetzt etwas undurchsichtig. Dass Betex diesen Tag wohl nicht überlebte, das scheint gesichert. Aber wie genau er zu Tode kam, das ist eben nicht sicher. Und da gibt es dann verschiedene Versionen. Zum einen sagt man, er ist in eine Höhle hinabgestiegen und da nie wieder herausgekommen. Andere sagen, er hätte sich schwer verletzt bis zum Ortsrand von Bügarach geschleppt und sei dann dort verstorben. Und man hätte dann bei der Autopsie festgestellt, dass er hoch radioaktiv verstrahlt war. Eine andere Version, die sagt dasselbe, nur ohne, dass er verstrahlt war. Aber auch nach seinem Tod ging es dann etwas merkwürdig weiter. Diese Freimaurerloge, die stellte dann ganz offiziell bei der zuständigen Behörde den Antrag, Grabungen an diesem Chateau, dieser Ruine, durchführen zu dürfen. Es dauerte dann einige Zeit und dann kam die Antwort, dass die Behörde sagte, nein, auf gar keinen Fall. Das ist viel zu gefährlich, Sie haben ja gesehen, was mit dem guten Herrn Betex passiert ist. Merkwürdig dabei ist, dass man ja gar nicht weiß, wo er seine Entdeckung gemacht haben will. Das ist ja bis heute komplett unbekannt, er hat es ja nicht verraten. Aber die Behörde ging einmal davon aus, dass es halt eben an diesem Chateau war. Und dann,
ließ diese Behörde diese ganzen Eingänge, die unter dieses Chateau führen sollen, mit Schutt zuschütten und mit Beton eingießen. Da noch jemals ohne schweres Gerät reinzukommen, das ist ausgeschlossen. Angeblich wurde es gemacht, weil es zu gefährlich sei, in diese Gänge hineinzusteigen. Als ob das Ganze aber noch nicht genug wäre, gibt es dann noch eine Sache, die man einfach ansprechen muss, weil sie zu diesem Berg gehört. Ich nenne euch jetzt einmal ein paar Namen. Ich bitte diese Aussprache dann zu entschuldigen, falls sie falsch ist. Maurice Leblanc, Gaston Leroy, Georges Sand, André Malraux, Louis Ferdy, Henri Baudot, Daniel Rioux, Serge Houtin, Luc Alberni und Jules Verne. Das waren nur einige Namen von einer ganzen Reihe Autoren. Ich denke mal, Jules Verne war da jetzt so der bekannteste, die alle irgendwelchen Logen angehört haben. Und alle diese Autoren haben Bücher herausgebracht, in denen sie beschreiben, dass im Pic de Bugarach der Eingang zu einer Unterwelt wäre. Und in dieser Unterwelt, da würden dann ganz anders aussehende Menschen leben mit einer weit fortgeschrittenen Technik. Das nur noch mal so zum Abschluss. Kurzum, man kann sagen, es ist bis heute nicht bekannt, was Betex da gesucht hat, was die Freimaurer zu finden hofften, was er finden wollte. Offensichtlich hat er etwas gefunden, das er froh verkündete, und danach ward er nicht mehr gesehen oder doch gesehen, nur eben nicht mehr lebend. Die Theorien, die reichen von einem unglaublichen Schatz der Katharer über den Heiligen Gral, die Bundeslade oder die Gräber von Jesus und Maria Magdalena. Ja, es gibt noch eine Reihe anderer Dinge, die sich um diesen Berg ranken, andere Geheimnisse, die er da verbergen soll. Ich denke mal, dieser Berg oder diese Gegend dort ist ein gutes Ziel für einen Urlaub, denn immerhin ist Rennes-le-Château ja auch um die Ecke und noch einige andere Orte, denen man mystische Dinge nachsagt. Da kann man sich eine schöne Reise zusammenbasteln. Wenn euch dieses Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, ihr wisst, dann freue ich mich, und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder, und bis dahin alles Gute für euch.